Guten Morgen aus Mailand! Wie ihr seht, haben wir diesmal ein Mikrofon dabei und wir hoffen, dass der Ton ein bisschen besser wird. Wir machen gerade einen Roadtrip nach Korsika! Jetzt nehmen wir euch mit und wir erkunden zusammen Mailand! Los geht's! Wir sind jetzt hier beim Castello Sforzesco, bestimmt falsch ausgesprochen, aber dieses wunderschöne Schloss hier darf bei einem Besuch in Mailand natürlich nicht fehlen. Und es wurde von Leonardo da Vinci mit aufgebaut. Im Krieg wurde es total zerstört, aber seitdem auch wunderschön wieder aufgebaut, wie man hier um mich rum sieht. Direkt hinter dem Castello ist der Park Sempione. Hier kann man der prallen Mittagshitze von Mailand ein bisschen im Schatten entkommen. Ein leckeres Eis darf hier in Mailand natürlich auch nicht fehlen. Hier gibt es richtig geile Sorten. I would like one Azteco and one of the Pidon Plum. Yes. Thank you. Wir sind hier jetzt bei der berühmten Kirche Santa Maria delle Grazie. Und da drin hängt das Abendmahl von Leonardo da Vinci, ein sehr berühmtes Gemälde. Und wir wollten uns das jetzt eigentlich mal angucken, aber die Tickets sind 2 Wochen im Voraus ausgebucht. Das heißt, keine Chance da reinzukommen. Und ziemlich teuer ist es auch. Ich weiß nicht, wer schon mal in Paris war und sich die Mona Lisa angeguckt hat. Da stehen die Leute super gequetscht davor und ob es so viel bringt. Weiter geht's. Eine leckere Pizza darf auch nicht fehlen. Pizza vor allem ist eine Spaghetti. Du musst auch so eine Spaghetti. Wir sind jetzt hier auf dem Mailänder Domplatz und direkt hinter mir sieht man den Mailänder Dom. Da möchte ich gleich mal rein und hochgehen und währenddessen möchte Josie mal hier durch die Geschäfte schlendern. Denn Mailand ist ja eine ganz berühmte Shoppingstadt, wo auch jedes Jahr einmal die Fashion Week ist. Das lohnt sich bestimmt. Direkt neben dem Dom ist die Victor-Emmanuel-Passage, aber wie man unschwer erkennen kann, sind hier neben Versace, Louis Vuitton und Prada nur Läden für die reichen Leute. Wir sind gerade im Viertel Brera und eigentlich soll hier ziemlich viel los sein, denn hier sind ganz viele kleine Geschäfte. Aber dadurch, dass gestern Maria Himmelfahrt war und die Mailänder hier auch dann Ferien haben mitten im August, sind die alle geschlossen und man kann sich es eigentlich nur vorstellen, wie viel hier los wäre. Den Abend lassen wir jetzt hier in dem kleinen Viertel Navigli ausklingen. Und zwar ist hier abends echt richtig viel los. Hier gibt es ganz viele kleine Bars und auch ganz viel Aperitivo. Das testen wir gleich mal. Schon sind wir in Pisa. Es war nur 3 Stunden Fahrt von Mailand durch die komplette Toskana. Sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir hier gerade lecker gegessen. Es gab Risotto und Spaghetti Carbonara. Und von diesem leckeren Restaurant geht es jetzt weiter zum Schiefen Turm. Wir sind jetzt an einem der wohl bekanntesten Gebäude Italiens, der Schiefe Turm von Pisa. Und genau hier machen wir jetzt einmal ein paar bekannte Fotos. Der schiefe Turm von Pisa, auf dem Galileo Galilei angeblich die Fallgesetze entdeckte, war eigentlich nur als Glockenturm für den Dom Santa Maria Assunta geplant.
ja, heutzutage hat der Dom weltweit seine Berühmtheit verloren, der schiefe Turm dafür berühmt wie nie. Noch ist der schiefe Turm von Pisa direkt hinter mir, aber wir wollen jetzt ein bisschen der prallen Hitze und den Menschenmassen entkommen, deswegen schauen wir uns jetzt mal die kleine Stadt Pisa an und bisher sieht es echt schön aus. Wir waren gerade noch richtig lecker Abendessen und lassen jetzt hier am Fluss Arno den Abend ausklingen. Morgen geht es früh auf die Fähre, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Im nächsten Video geht es dann weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns bald. Ciao!